möchte am Anfang beten. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Ja, getreu deinem Namen leite und führe mich. Amen. Es ist von einem Psalm, Psalm 31, Vers 4. Ich lese den nochmal vor. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Ja, getreu deinem Namen leite und führe mich. Heute Abend soll es um Gottes Führung gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen gemacht habt mit Gottes Führung. Ich setze das mal ein bisschen voraus. Aber ein bestimmter Aspekt liegt mir heute besonders am Herzen, nämlich, dass wir gemeinsam geführt werden. Ja? Vielleicht zuvor eine Geschichte von mir. Also das, was mich, als ich mit 13 Jahren das erste Mal gehört habe, dass Gott lebendig ist und eine Beziehung zu mir haben will, war das, was mich am meisten fasziniert hat, war, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Und ich glaube, letztendlich war dieses Versprechen auf ein Abenteuer war für mich so ein bisschen auch der Grund, wieso ich mich Gott zugewendet habe. Und mir war irgendwie klar, wenn der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, mit mir einen Plan hat, dann muss ich irgendwie mit dem ins Gespräch kommen. Sonst ist das schwierig. Dann werde ich den Plan nämlich nicht rausfinden. Und ich glaube, das ist ja, es gibt ja verschiedenste Gründe, wieso man sich zu Gott hinwendet, wieso man ihn sucht, wieso man sich zu ihm wendet. Das kann manchmal sein, dass man so berührt wird von seiner Liebe oder dass man von seiner Barmherzigkeit überwältigt ist. Das kann sein, dass man einfach seine eigene Sünde erkennt und seine eigene Unfreiheit und so ihn als Erlöser und Retter so richtig erlebt. So richtig, ja, also es gibt da verschiedene Gründe, wieso Menschen sich Gott zuwenden. Für mich war es der Grund, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Ich glaube das immer noch. Das war mit 13 Jahren. Ich glaube das immer noch. Und ich finde das sehr faszinierend herauszukriegen, wie denn dieser Plan aussieht. Denn um das herauszubekommen, braucht es Offenbarung, es braucht Reden Gottes, sonst weiß man nichts von diesem Plan inhaltlich. Ne? Genau. Und die Frage ist eben, wie führt Gott mich, wie führt Gott dich und wie führt Gott uns? Darum soll es heute gehen. Und da fange ich nochmal an mit dieser Bibelstelle. Denn mein Fels und meine Festung bist du, ja getreu deinem Namen leite und führe mich. Man sieht schon an dieser Bibelstelle, dass die Voraussetzung dafür, dass Gott uns leiten und führen kann, Vertrauen ist. Denn wenn ich Gott nicht glaube, dass er existiert oder nicht glaube, dass er es gut mit mir meint, lasse ich mich nicht von ihm leiten und führen. Aber der Psalmist sagt, du bist mein Fels und du bist meine Festung. Ein sehr starker Ausdruck davon, was Gott ihm bedeutet, wer Gott für ihn ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, sich von Gott führen und leiten zu lassen. Es bleibt aber die Frage offen, wie führt denn Gott? Wenn Jesus damals die Menschen aufgefordert hat, ihm nachzufolgen, dann war das irgendwie ein bisschen einfacher, habe ich so den Eindruck manchmal. Ja? Für die Jünger war das klar, das ist der Rabbi, das ist der Lehrer, das ist der Leiter, der wird uns führen. Aber wir haben heutzutage nicht den leibhaftigen Jesus hier und wir müssen irgendwie diese unsichtbare, diese geistliche Führung Gottes erlernen, auch ein Stück weit, Gottes Stimme zu verstehen und ihm zu folgen. Aber die Art und Weise, wie der Heilige Geist führt, ist genau die gleiche Art und Weise, wie Jesus damals seine Jünger geführt hat. Da habe ich so überlegt, was ist denn ein schönes Beispiel in der Bibel dafür, dass man geistlich geführt wird. Also habe ich ins Alte Testament geguckt, also wo Jesus noch nicht als Mensch auf der Erde war, und bin auf die Befreiung des Volkes Israels aus der Gefangenschaft gestoßen. Und ja, es war tatsächlich so, dass Gott den Mose berufen hat, der dann gesagt hat, ich brauche Hilfe, ich rede so schlecht, und der Aaron wurde ihm zur Seite gestellt, als Leiter, auch um ein Mittler zu sein, was von Gott zu hören und an das Volk weiterzugeben. Aber wenn wir die Geschichte gleich lesen, werden wir feststellen, Gott leitete nicht nur durch den Mose, sondern Gott leitete das Volk direkt. Ja? Und hat diese beiden Wege gleichzeitig
genutzt. Und das ist eigentlich meine Frage, die ich mich auch stelle für uns als Gemeinde. Kann Gott uns direkt gemeinsam leiten? Oder braucht es unbedingt eine Leiterschaft? Ja, ich glaube, sie braucht es. Aber ist es vielleicht verkehrt, sich nur darauf zu verlassen, dass die Leiter schon rauskriegen, was Gottes Wille ist, und dann dackelt man denen hinterher? Ich glaube, dass das weder biblisch noch verantwortungsbewusst ist. Denn ich denke, wir werden gleich sehen, wie Gott beides gleichzeitig gemacht hat. Wir gucken uns einfach die Bibelstelle mal an. Die fällt in eine Epoche Israels, wo das Volk sehr unterschiedlich Gottes Führung erlebt hat, und soll uns helfen, dass auch Unverständliches, was Gott mit uns macht, nicht Nachvollziehbares, trotzdem der richtige und der beste Weg sein kann. Wenn wir immer wüssten, dass das, wie Gott uns führt, verständlich für uns ist und nachvollziehbar ist und wir das bejahen könnten in jedem Falle, bräuchte es nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in Gott. Aber hier ist es andersrum. Es braucht dieses Vertrauen in Gott, um auch Wege zu gehen, wo man erstmal denkt, komisch. Und da geht es jetzt ein bisschen rum. Lesen wir das mal zusammen. Aus 2. Mose 13, 17 bis 22. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl es der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen. Führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in der Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Bevor ich auf diesen Text eingehen, will ich ein bisschen grundsätzlich was zu Gottes Führung sagen. Das hat, wie gesagt, was mit unserer persönlichen Führung zu tun, aber das hat eben auch was irgendwie mit dem zu tun, was wir da in dem Text gelesen haben. Also erstmal so ein paar allgemeine Grundsätze. Als erstes, das habe ich schon erwähnt, ist die Voraussetzung, von Gott geführt zu werden und ihm zu gehorchen, ist absolut Vertrauen notwendig. Denn Gott will uns führen und zwar nicht in die Irre, sondern ins Optimum. Es heißt im Römerbrief, denen, die Gott lieb haben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, Gott hat für seine Leute, die an ihm glauben, die ihm vertrauen, hat er die Absicht, die schlechten Dinge des Lebens so zu verwenden, dass sie unterm Strich demjenigen, uns, denen wir glauben, zum Vorteil ist. Auch schon im Alten Testament sagt er, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn dieser Glaube fehlt, dann werden wir letztendlich unser Leben doch selber in die Hand nehmen. Ist auch einfacher. Ist nicht nur einfacher, sondern da fühlen wir uns auch irgendwie sicherer. Obwohl es nicht wirklich logisch ist, aber so ist es. Das Zweite ist, wenn wir seiner Führung folgen, erst dann kann man sagen, Gott ist mein Herr. Denn ein Herr hat was zu sagen und der Diener des Herrn tut, was der Herr ihm sagt. Wenn ich Gott um seine Führung bitte und ich bin nicht bereit zu tun, was er sagt, dann ist er nicht der Herr für mich. Vielleicht auf meinen Lippen, aber nicht in meinem Herzen. Sondern wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann bin ich auch bereit, Wege zu gehen, die für mich erstmal auch vielleicht unverständlich sind. Dann haben wir gerade schon gesehen, dass in dem Text, dass auch verschiedene Führungselemente da sind. Verschiedenes Reden Gottes. Das macht er sehr stark abhängig von der Art und Weise, wie wir reden. Der kennt unsere Sprache. Der spricht uns persönlich an, weil er genau weiß, wie wir es meinen und was die Wege sind, unser Herz zu erreichen.
Das ist das Grandiose an Gott, dass er jedem einzelnen Menschen auf eine ganz spezielle persönliche Art und Weise begegnen kann. Und das sind dann aber auch manchmal Dinge, wo man nicht mit rechnet, wo Gott dann, wo man vielleicht jahrelang gedacht hat, ah, Gott redet so zu mir, und plötzlich redet Gott mal irgendwie was anderes und man ist erstmal verunsichert und wird wieder neu herausgefordert zu vertrauen und zu prüfen. Dann ist es so, dass ich glaube, dass Krisen und wichtige Entscheidungen im Leben sehr, sehr gut geeignet sind, um die Führung Gottes zu erleben. Also ich habe so ein paar Milestones, sagt man ja, in meinem Leben, wo ich wirklich Gottes Führung erlebt habe. Und von einer Sache werde ich euch gleich auch noch erzählen, aber in einem anderen Zusammenhang, den ich da auch dabei gelernt habe. Und Krisen sind eben eine Infragestellung, ob Gott uns führt. Ganz oft ist das richtig, was wir tun. Was ist das? Warum sind wir in der Krise? Nehme ich jetzt mal die Pandemie, nehme ich jetzt mal die Flutkatastrophe, nehme ich mal die Dinge, die so auf uns einprasseln, dann kann man sich schon die Frage stellen, was ist da Führung Gottes dran? Da könnt ihr euch mal selber mit beschäftigen, ich werde euch da jetzt keine Antwort drauf geben. Aber ich glaube, dass Gott Krisen verwendet dafür, um uns wirklich zu leiten und Herausforderungen setzt, um uns zu führen. Dann ist es total wichtig, dass Gott immer Gründe hat. Gott ist keiner, der willkürlich handelt, sondern Gott hat immer Gründe der Liebe dafür, wenn er uns führt. Und das ist total wesentlich, dass wir wissen, dass Gott uns aus Liebe herausführt. Das ist sein Hauptmotiv, das ist sein Hauptgrund. Und manchmal, wir haben hier in diesem Text gelesen, weiß er, wie wir mit einer Situation umgehen würden, wenn wir den kürzeren Weg gehen, wie die Israeliten. Und er sagt, nee, dann gehen wir nicht den kürzeren Weg, dann gehen wir mal schön durch die Wüste. Der längere Weg, aber er wusste ganz genau, die haben sich zwar gerüstet und haben gedacht, wir kämpfen gegen die Philister, aber sie waren eigentlich innerlich noch gar nicht darauf eingestellt. Dann das erzähle ich jetzt die Geschichte dazu. Zur Führung gehört Richtung und Zeit. Ich war jetzt irgendwie kurz vor meinem Abitur und hatte so die Überlegung, dass ich meinen Zivildienst machen werde. Ich werde also nicht zur Bundeswehr gehen. Zu der Zeit musste man noch hier so mit Gewissensprüfung und so weiter. Und es gab bei uns in dem Jugendkreis ein Mädchen, die kam aus Schermbeck. Und die hat gesagt, unsere evangelische Kirche in Schermbeck macht Einsatzfreizeiten nach Bethel, also in die von Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld. Und ob ich denn mitkommen wollte, wäre ein Platz frei geworden. Und da habe ich gesagt, ja, gerne, warum nicht? Und in der Zeit, wo wir da waren wir eine Woche, sind wir immer vormittags durch die verschiedenen Häuser. Das sind ja meistens so Langzeitkrankenhäuser, wo die Leute also ihr Leben lang wohnen, mit verschiedenen Behinderungen, mit verschiedenen, da gab es Frauenhäuser, Männerhäuser, was für Kinder und so weiter. Das ist ein riesiger, wer Bethel nicht kennt, ist ein Stadtteil von 11.000 Leuten, die da leben und arbeiten. Und ich bin da tatsächlich hingefahren zu dieser Einsatzfreizeit mit der Frage an Gott, soll ich da meinen Zivildienst machen? Und wir haben jeden Tag uns getroffen, die Jeanette und ich, und haben zusammen gebetet und haben in der Bibel gelesen. Und ich glaube, das war so am vorletzten Tag, wo wir da waren, habe ich gelesen, dass Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich wusste natürlich den Textzusammenhang, der sagt nämlich, dass Gott gekommen ist, Sünder zu erretten und nicht die Gerechten. Und da hat Jesus das als Vergleich genommen. Aber in diesem Umfeld von so vielen kranken Personen war das für mich wie ein Wort, was Gott in mein Herz reingesprochen hat. Und ich war mir total sicher, das war eine solche Gewissheit in meinem Herzen, dass ich in Bethel Zivildienst machen soll. Okay, bin nach Hause gefahren mit völliger Klarheit, Gott hat mich geführt, ich werde in Bethel Zivildienst machen. Die Zeit kam, mein Abitur kam näher und mein Papa hat gesagt, was willst du denn nach dem Abitur machen? Ja, Zivildienst, ich werde in Bethel Zivildienst machen. Ja, was ist denn, wenn das nicht klappt? Ja, wieso sollte das nicht klappen? Ich meine, Gott hatte zu mir gesprochen, ne? Was sollte da nicht klappen bei? Ja, bewirb dich doch nochmal, mach doch, ne, so. Und der war hier im Personalbüro von der Zeche und dann habe ich mich auf der Zeche beworben als Betriebsschlosser und bin da auch angenommen worden und so weiter. Aber ich dachte, ich mache das nur, damit der Haussegen nicht schief hängt. Ich wusste ja, dass Gott zu mir gesagt hat, ich werde in Bethel Zivildienst machen.
Und dann kam es, wie es kommen musste, die haben mir in Bethel abgesagt. Und das ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich war heilfroh, dass ich eine Ausbildungsstelle hatte und habe dann da die Ausbildung gemacht und dann habe ich auch eine Herauszögerung meines Zivildienstes bekommen. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Aber dann letztendlich war ja wieder die Zeit da, nach der Ausbildung, habe ich noch ein bisschen gearbeitet unter Tage, musste ich ja mal einen Zivildienst machen. Und dann war wieder die Frage, wo mache ich das denn? Und dann hatte ich noch so andere Sachen im Kopf, auch eine längere Geschichte lasse ich auch weg. Schlussendlich hat das aber alles nicht geklappt und dann habe ich gedacht, ach komm, bewirbst du dich nur mal in Bielefeld. Dann habe ich mich da beworben, dann haben sie mich mit Kusshand genommen. Ach, sie haben auch eine Ausbildung anschlossen, ja, das ist ja schön und so. Da war ich dann plötzlich gewünscht und konnte mir meine Stelle aussuchen. Da haben sie gesagt, da hinten, da müssen sie mal hinfahren, die machen mit den Leuten, die anfallsfrei sind, so Gartenarbeit und da gibt es auch Maschinen, die müssen repariert werden und was weiß ich, all so ein Kram. Und ich bin da hingefahren und es war sofort klar, ja super, das wird meine Zivildienststelle. Ich habe mich erinnert an das, was Gott zu mir gesagt hat. Und Gott hat zu mir gesagt, du wirst in Bethel Zivildienst machen. Und ich habe gedacht, das passiert sofort. Deswegen, zur Führung gehört Richtung und Zeit. Und was wir manchmal falsch machen, ist, der Führung Gottes den Zeitaspekt wegzunehmen. Wir meinen zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wissen wir aber gar nicht. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt für die Dinge ist. So kann es durchaus sein, dass du was von Gott gehört hast, wo du noch drauf wartest, dann heißt das nicht, dass du dich verhört hast, nur weil du warten musst. Überhaupt nicht. Okay? Es gibt bei Gott, so will ich das mal, sein Umgang mit Schwerhörigkeit und ist Gnade, ja, das wollte ich nochmal sagen. Wir zweifeln ja manchmal an unserer Hörfähigkeit. Können wir Gottes Stimme hören? Können wir seine Führung überhaupt erkennen oder so? Ich weiß, wenn Gott dich führen will, wird er dich erreichen. Er ist Gott, er hat kein Problem, dich zu erreichen. Aber wir denken immer, naja, und ich habe irgendwie so meine, bin ich so richtig geistlich oder was weiß ich, was uns hindert daran zu glauben, dass Gott uns führen kann. Er kann uns führen und er ist vor allen Dingen mit unserer Schwerhörigkeit, die wir ja auch haben, ist er total gnädig unterwegs. Wenn wir denn nicht vor ihm weglaufen, wie so ein Jona oder so und sagen, nee, ich will aber nicht tun, wohin du mich führst, ich mache was anderes. Das ist natürlich dann eher schwierig, aber auf jeden Fall ist er sehr gnädig mit uns. So, dann gibt es zwei Dinge, die nenne ich mal so, schiebende und ziehende Führung gibt es bei Gott. Und manchmal ist das so, dass eine schiebende Führung ein Situationssachzwang ist, aus dem man nicht rauskommt. Dann fühlt man sich ein wenig genötigt von Gott oder durch die Situation, aber Gott ist der Herr der Situation und man fühlt sich etwas angeschoben. Aber Gott führt, genau wie in diesem Fall. Die schiebende Motivation für das Volk, das Land zu verlassen, ist, die hatten einfach die Nase voll von der Sklaverei. Die wollten einfach nur weg. Und die ziehende Führung, da verstehe ich reizvolle Möglichkeiten, Erstrebenswertes, was Gott einem vor die Nase hält. Ja, wie in diesem Fall das gelobte Land. Und wenn ihr die ganzen Geschichten da lest, dann stellt ihr fest, dass manchmal die Wolken- und Feuersäule vor dem Volk war und manchmal war sie hinter dem Volk. Und es hieß ja, Gott ist in diesen Säulen. Und ich hab so gedacht, wenn die immer gedacht haben, wir laufen dieser Säule hinterher, was passiert denn plötzlich, wenn die Säule da ist, wo sie gerade hergekommen sind? Das war aber, um sie abzuschirmen gegen Feinde zum Beispiel. Also, schiebende Führung, ziehende Führung. Gott hat unterschiedliche Art und Weisen, wie er uns führen will. Also, ich habe mir echt vorgestellt, ist die Säule ist plötzlich woanders, dann denken die, wie sollen wir jetzt wieder umkehren, sollen wir jetzt wieder zurückgehen oder was soll das? Also es ist gar nicht so einfach, mit dem, wie Gott manchmal redet, dann auch umzugehen. So, und zu guter Letzt, Erfolg ist nicht der Maßstab für Führung. Wir denken ja oft, dass wenn etwas klappt, dann ist Gott in der Sache. Und wenn etwas nicht klappt, ist Gott nicht in der Sache. Das muss aber gar nicht so sein. Manchmal gönnt Gott uns einen Misserfolg, weil er uns so leitet. Er plant diesen Misserfolg mit ein. Ja? Also was leicht fällt oder erfolgreich war, muss noch lange nicht Gottes Wille sein und was schwer fällt oder wie eine Niederlage aussehen, auch noch lange nicht der falsche Weg. Vielleicht ist das da gerade zu lernen, seinem Herzen zu folgen und nicht der Situation, nicht dem Erfolg oder dem Misserfolg.
zu viel Raum zu geben, sondern ist, was habe ich wirklich empfunden in meinem Herzen und stehe ich treu dazu und glaube ich Gott, dass er mich führt. So, jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, mal zu dem zeitlichen Kontext. Also diese Epoche ist ein Abschnitt in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen und ich glaube, es ist ein wunderbares Bild darauf, wie Gott Menschen führt und zwar auch ein ganzes Volk führt. Es ist für mich eine Führungsgeschichte. Und er führt das Volk durch bestimmte Situationen in der Sichtbarkeit, also mit einer sichtbaren Feuersäule, mit einer sichtbaren Wolkensäule, ja, mit echtem Wasser, was aus dem Felsen kommt, mit wirklichem Brot, was vom Himmel fällt. Er führt, ja, und zwar mit sichtbaren Dingen. Und das war damals so, dass man in das Volk Israel hineingeboren wurde. Und es ist immer noch so, dass man in das Gottesvolk hineingeboren werden muss. Und zwar wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Sonst kommt man in dieses Volk nicht rein. Und ich glaube, es ist eine wesentliche Notwendigkeit, die Führung Gottes zu erleben, indem man zuvor erstmal Kind Gottes wird. Ich hatte so überlegt, ob ich mal ganz kurz was zum Lernen mit einbaue. Da geht es nämlich jetzt darum, wie verstehen wir diese Geschichte vom Alten Testament und nach welchen Regeln versteht man das Alte Testament überhaupt. Und das möchte ich mal kurz sagen. Es geht hier nicht nur um eine Geschichte, die real passiert ist, da bin ich mir sicher, sondern es geht um eine Vorschattung. Die praktischen Dinge, die ich gerade schon genannt habe, sind für uns geistlich zu verstehen. Und ich werde sie dann auch gleich entsprechend dieser Dinge auslegen. Vom Neuen Testament herkommend ist es nur möglich, das Alte Testament richtig zu verstehen. Das werdet ihr gleich noch mehr verstehen. Wir müssen immer den heilsgeschichtlichen Zusammenhang sehen. Also die ganze Bibel hat einen Bogen der Heilsgeschichte Gottes. Der fängt an im Garten Eden und geht bis in den Garten Gethsemane, ich habe mich letztes Mal so schön versprochen, aber das ist der Heilsbogen, da erwirkt Jesus für uns das Heil und schlussendlich wird das Volk Israel und all die Gläubigen, das wird alles wiederhergestellt werden und das Heil wird durch Christus vollkommen gemacht. Also diese heilsgeschichtlichen Zusammenhang müssen wir sehen und wir sind halt jetzt in einer Zeit, wo Gott sein Volk erwählt hat und es führt. Aus der Gefangenschaft heraus, durch die Wüste, ins Land der Verheißungen. Und auch diese Phasen der Reise haben auch ihre Bedeutung für unseren geistlichen, für unser geistliches Leben, aber da komme ich gleich noch zu. Prophetische Exegese, also Exegese heißt Auslegung, wie verstehe ich die Schrift, die fragt, was geht über den historischen Rahmen hinaus? Was können wir aus dieser Geschichte lernen, ohne sie nur als eine Geschichte zu verstehen, die historisch passiert ist? Das fragt die historische Exegese nämlich im Detail, was haben die einzelnen Leute dort erlebt? Wie haben die Zuhörer das damals verstanden, als das geschrieben worden ist? Das ist alles wichtig, um den Text richtig zu verstehen. Und dann die christozentrische Exegese fragt immer, wo ist Christus in dieser Geschichte? Spielt er da eine Rolle? Gibt es da eine Vorschattung auf ihn? Gibt es da einen Hinweis auf ihn? Und letztendlich, wie können wir das heute anwenden? Was ist die gültig, immer gültige geistliche Wahrheit über den historischen Rahmen hinausgeht, die für uns heute von Wichtigkeit ist? So, das war jetzt mal so ein bisschen Bibellehre. Und dann gucken wir uns mal jetzt den Text an. Wir gucken uns erstmal an, wo die her sind. Ich versuche das mal hier, kriege ich hier einen Stift hin, einen Laserpointer. Genau, die sind hier also im Land Ägypten als Gefangene gekommen. Die Geschichte, wie das passiert ist, brauche ich nicht zu erzählen, es ist eine lange Geschichte mit Josef. Aber weil Josef in dieser Geschichte vorkommt, muss ich da gleich doch nochmal was zu sagen. So, die sind also hier angefangen und sind dann über Sukkot nach, ja, auf jeden Fall, da sind sie dann, die ersten Anweiser sind dahin. Und dann ging diese, hier ist die direkte Linie gewesen ins gelobte Land, durch das Land der Philister. Und das hatten sie eigentlich gedacht, dass das den Weg geht, aber Gott führt sie diesen Weg bis hier unten zum Berg Sinai, wo sie die Gesetze bekommen, das Gesetz bekommen haben. Dann hier rauf, hier machen sie nochmal eine Schleife, oft wegen Ungehorsam und Murren und Knurren. Und dann geht es hier irgendwie zack, zack, zack nach Jericho über den Jordan. Und dann geht es ins gelobte Land. Eine Generation hat das gebraucht. Und der Auszug aus Ägypten hat ja seine Geschichte. Da gab es ja die Situation, dass es die Plagen gab und die letzte Plage war das Strafgericht Gottes über die Erstgeburt der Ägypter. Und die Juden wurden dadurch, oder die Hebräer wurden dadurch geschützt, dass sie ein Opferlamm gebracht haben und das Blut an den Pfosten und an die Türe gestrichen haben. Und der Strafengel ging sozusagen da vorbei, wo also
Blutschutz war. Und das ist eigentlich ein Bild darauf, dass ein Schutz vor dem Gericht Gottes eigentlich nur passieren kann, wenn irgendwo ein Opfer gebracht worden ist. Die sind also alle geschützt worden, sind dann rausgekommen, der Pharao hat sie ziehen lassen. Das Land Ägypten, das Land der Sklaverei, ist eigentlich ein Bild darauf, dass wir aus der Sklaverei der Sünde errettet werden. Die Wüstenwanderung ist ein, das Passamal haben die da das erste Mal eingenommen, dieses Opfer, was sie dort geschlachtet haben und wozu sie das Blut genommen haben, um es an die Türpfosten zu streichen und an den Querbalken. Das war dann sozusagen klar für sie, das war ein Bild auf die Vergebung von Schuld und auf die Befreiung von der Sklaverei. Und dieses Passamal haben die ja dann fortwährend immer gefeiert und sich erinnert an diesen Auszug aus Ägypten. Eine Vorschattung auf das, was Jesus getan hat und was wir als Abendmahl feiern. Gut, dann haben sie alles Erstgeborene dem Herrn geweiht und das war ein Bild auf die Dankbarkeit und die Unterordnung. Und der Weg durchs Meer, das beschreibt alles dann hinterher auch, wird im Neuen Testament beschrieben, ist ein Bild auf die Taufe, dass sie durch als Volk sozusagen gemeinsam durch das Meer gegangen sind und gerettet worden sind. Das beschreibt die vollständige Befreiung des Alten. Die Wüste ist eine Epoche der Zubereitung. Deswegen hat Gott sie auch nicht den direkten Weg gehen lassen, sondern diesen Umweg gehen lassen. Und das gelobte Land ist das Bild der Verheißung Gottes, in das man hier sich auch notwendigerweise hineinkämpfen muss. Da gibt es Völker, die wiederum eine Symbolik sind für Widerstände, die uns auch begegnen. Und da gilt es, einen geistlichen inneren Kampf zu führen, um in die Verheißung Gottes zu kommen. Und dazu also ist das im Prinzip ein Bild auf das Leben in Christus mit der Notwendigkeit, eben aber auch überwinden zu lernen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Text. Das Volk wurde befreit aus der Sklaverei und diese Freiheit, die soll nun dazu genutzt werden, sich unter die Führung Gottes zu stellen. Es schien so zu sein, dass sie in Ägypten nicht wirklich eine Chance hatten, sich unter die Führung Gottes zu stellen, weil sie einfach versklavt waren. So ist es eben auch, wenn wir versklavt unter der Sünde sind, sind wir auch nicht in der Lage, von Gott geführt zu werden. Also brauchen wir Befreiung davon. Das ist das Allererste, was notwendig ist. Also zuerst die Befreiung. Und dann wird das Volk nicht so geführt, wie es zu erwarten gewesen wäre. Ich lese nochmal diesen Auszug. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hatte die Söhne Israels ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und ich habe mich gefragt, was soll das in dieser Geschichte? Aber mir ist klar geworden, dass Gott immer eine Führung aufsattelt auf Vergangenem. Also auch wir als Gemeinde erleben keine Führung im luftleeren Raum, sondern aufgrund der Historie, die wir erlebt haben als Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, das zu wertschätzen, was die Vorgeneration geistlich errungen hat. Ich denke an Oma Wiese mit ihrem Eindruck für dieses Gebäude und der Aussage, dass diese Gemeinde wachsen wird, dass sich alle wundern werden. Eine Verheißung, die sich ja, ständig dabei ist, erfüllen zu können. Und wo wir wirklich, diese Aussage mitnehmen wie die Gebeine Josefs. Wir nehmen die Zusagen, so wie Josef dem Volk gesagt hat, wird er euch in dieses Land führen, ganz, ganz sicher. Und damit ihr das nicht vergesst, nehmt meine Knochen mit und bringt die in dieses Land. Das war eine sehr starke Symbolik, die da gesagt hat, ist das Reden Gottes, ist schon viel, viel älter als das, was ihr jetzt an Führung erlebt. Und so ist es auch bei uns als Gemeinde. So, interessant ist, dass sie in die Wüste geführt wurden und dass auch Jesus, nicht 40 Tage in der Wüste war, nachdem er berufen worden ist. Das ist interessant. Das ist tatsächlich eine Zeit der Zubereitung, die sogar Jesus durchlebt hat. Jetzt ist das so, dass sie wahrscheinlich dem Mose schon irgendwie vertraut haben, dass er von Gott hört und ein Führer ist, aber wir wissen, spätestens da unten dann am Sinai, da hört er dann dieses Vertrauen auf und sie konnten nicht abwarten, dass der Mose vom Berg zurückkommt und haben dann also Götzendienst getan und haben im Prinzip die Führung Gottes in den Wind geschlagen. Und
Aber zu Anfang war es tatsächlich so, sie hatten die Wahl zwischen Sicherheit, es war eine gewisse Sicherheit in der Gefangenschaft, und Freiheit. Ja? Und sie haben, genau wie wir das oft wollen oder machen, den Hang dazu, die Sicherheit zu wählen und nicht die Freiheit. Weil Freiheit hat was mit Unsicherheit zu tun. Israel zieht aus und tritt so über diese Schwelle hinaus und lässt die gesicherte Unfreiheit zurück und begibt sich in eine ungewisse Freiheit, in eine unsichere Freiheit hinein. Es bleibt eigentlich nur ein Punkt der Sicherheit übrig, das ist Gott selbst. Gott selbst ist ihre Sicherheit, mehr hatten sie nicht. So, mehr hatten sie nicht und das war das Einzige, wo sie sich drauf verlassen haben. Bei dem Josef vielleicht nochmal dazu, das ist ja so, dass Abraham, der Urglaubensvater sozusagen von Ur, ins gelobte Land geführt worden ist, das gesehen hat und dann gab es Isaak und das war sein Sohn und dann gab es Jakob, das war sein Sohn und Jakobs Söhne waren die 12, wovon sie den Josef nach Ägypten verkauft haben. Also es war der Urgroßvater von Josef, der Abraham, dem schon Gott das Land gezeigt hatte. Ich möchte das nur noch mal sagen, weil ich glaube, dass wenn wir Gottes Führung verstehen wollen, müssen wir über Generationen denken. Wir müssen viel langfristiger denken. Wir dürfen nicht von heute auf morgen nur denken und nur wir, sondern Gott macht auch was mit seinem Volk insgesamt und eben auch mit uns als Gemeinde. So, wie hat Gott jetzt das Volk geführt? Und da möchte ich euch nochmal auf 4 Sachen hinweisen. 2 stehen in diesem Text, 2 stehen nicht in diesem Text, ich habe die aber schon angedeutet. Also erstmal sehen wir in diesem Text, Gott führt natürlich durch den Mose und er führt übernatürlich durch wirkliche Wunder. Und 2 sind hier beschrieben, das eine ist eben die Wolkensäule und das andere ist die Feuersäule. Wenn es jetzt so ist, dass die Texte des Alten Testamentes eine geistliche Realität, die für uns wichtig ist, beschreibt, in einem praktischen Bild, dann ist die Frage, was ist die Wolkensäule und was ist die Feuersäule? Und meiner Meinung nach ist das, ist die Wolkensäule ein Bild auf den Heiligen Geist und die Feuersäule ist ein Bild auf das Wort Gottes. Von dem es ja auch heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, wie es im Psalm steht. Und die Wolkensituation haben wir im Alten Testament auch nochmal gefunden, wo der Tempel eingeweiht wird und dann erfüllte sich der Tempel mit einer Wolke und die Priester sind umgefallen und konnten nicht mehr, waren nicht mehr in der Lage dazu, den Dienst zu verrichten, weil Gottes Gegenwart so präsent war. Also Gott führt heute uns durch sein Wort und durch seinen Geist. Das sind die beiden Dinge, durch die Gott uns heute führt. Jetzt haben wir da aber auch noch 2 Sachen, 2 Wunder, die auf der Reise passiert sind. Denn sie haben natürlich auch gemurrt, nichts zu essen, nichts zu trinken und so weiter. Und Mose hatte ja diesen Auftrag, auf den Felsen zu schlagen und dann kam Wasser aus dem Felsen und sie hatten fließendes Wasser. Und der Paulus beschreibt hinterher mal, dass das Christus war, dass ein Bild auf Christus ist, lebendiges Wasser. Jesus sagt auch von sich selber, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Also dieses Bild des Wassers aus dem Felsen, also der Fels und auch das Wasser aus dem Felsen, ist ein Bild auf Jesus selbst hin. Und auch das Manna, das Brot, was vom Himmel gefallen ist, was sie täglich aufgesammelt haben, um davon zu leben, benutzt Jesus ja sogar selber, indem er sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und dann geht er sogar so weit, wer mich nicht isst und nicht von meinem Blut trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Und da gab es ja großes Tohuwabohu und die Leute haben gesagt, nee, das geht jetzt gar nicht, also hier Kannibalismus, das wollen wir nun gar nicht. War wohl nicht so gemeint, aber dann fragte sogar seine Jünger, er wollte mich denn jetzt auch verlassen. Also es war ein sehr zentraler Punkt, der hat seinen Ausgangspunkt im Alten Testament im Manna. Brot vom Himmel. Jesus, das Brot vom Himmel. Gut. Wollen wir uns gemeinsam führen lassen? Also wir haben allgemein über die Führung Gottes gesprochen, aber ihr seht da unten, mein Titel ist eigentlich die kollektive Führung Gottes.
das Gemeinsame geführt werden. Und ich möchte uns ermutigen dazu, mehr zu hören, wo Gott uns gemeinsam führt. Fragt Gott für eure persönliche Führung. Macht das. Das ist richtig. Das ist gut. Das ist notwendig. Das hat was mit der Beziehung zu Gott zu tun. Ganz richtig. Aber darüber hinaus sind wir keine reinen Individualwesen, sondern wir sind Gemeinschaftswesen. Und Gott stellt uns zusammen und er hat eine gute Absicht. Und ich will jetzt nicht in Gemeindetheologie einsteigen, auch wenn ich da viel Spaß dran hätte. Aber er will uns gemeinsam führen. Das Bild, wie das Volk durch die Wüste geführt worden ist, durch die Feuersäule, durch seinen Geist und durch die Wolkensäule, sein Geist und durch die Feuersäule, durch sein Wort. Das ist etwas, was für uns immer noch gilt. Und ich glaube, wir brauchen, um eine gemeinsame Führung von Gott herauszufinden, sehr viel mehr Austausch miteinander. Wir müssen einander sehr viel mehr erzählen, wo wir glauben, dass Gott uns leiten will. Ich glaube, es gibt einfach ein paar klare, sagen wir mal, Leitplanken, in denen sowas passiert. Das ist der Wille Gottes. Das sind die Werte, die wir als Gemeinde haben. Und das sind die, das ist sozusagen die, das, was uns die Bibel sagt über das, was Gott will. Und dazwischen malt Gott ein Bild. Und ich habe so drüber nachgedacht, dass wir ja jetzt auch gerade in einer so starken Umbruchssituation im Münsterland sind. Also für die, die es nicht wussten, wir hatten einen Standort in Reken, haben dieses Ladenlokal aufgegeben und wollen irgendwie hören, wie Gott weitergeht. Und es gab viele, die gesagt haben, so jetzt hat die Leiterschaft da einfach den Deckel drauf gemacht und es ist vorbei. Nein, das war überhaupt nicht das Ansinnen, sondern ich habe so versucht, wie kann ich das beschreiben? Herr, gib mir mal einen Eindruck davon, wie ich das beschreiben kann. Ich glaube, dass wir wie ein Bild uns angeguckt haben und haben Reken gesehen. Reken haben wir gesehen, wir haben Reken gesehen. So. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen mal ein bisschen Abstand. Und dann sehen wir plötzlich was Größeres. Das spielt immer noch eine Rolle. Und auch die Geschichte, was ich zur Geschichte gesagt habe, was zu respektieren und zu achten ist und wo Gott auch eine Linie gezeichnet hat, das ist immer noch gültig. Aber wir sehen jetzt das Größere, das Ganze. Wir sehen jetzt das südliche Münsterland. Wir haben so viele Leute, die in verschiedenen Dörfern und Ortschaften im Münsterland leben. Ein paar sind hier. Schön, dass ihr da seid. Ein paar gucken zu, denke ich mal. Was will Gott mit den Menschen im Münsterland? Was will er mit uns im Münsterland? Das ist für mich eine sehr realistische Frage. Die Dorstner, die jetzt hier sitzen, oder die Gäste, die da sind, die sagen, ja, okay, mal nett zu hören, betrifft mich nicht. Aber es betrifft doch relativ viele Leute aus unserer Gemeinde. Also, die Standortschließung ist kein Scheitern, sondern sie ist ein Zwischenschritt für etwas Neues. Mit einer weiteren Sicht. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn man da besonders mit den Leuten, die dort leben, gemeinsam zusammenträgt, ist, was hat Gott uns gemeinsam aufs Herz gelegt? Wo hören wir was aus Gottes Wort? Wo hören wir was durch seinen Heiligen Geist? Und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammentragen können. Okay, ich habe alles gesagt, bin fertig und danke euch, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ich bete noch zum Abschluss, okay? Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du auch die ganzen Geschichten mit deinem berufenen Volk drin sind, wo wir so viel von lernen dürfen, wo wir so viel von verstehen dürfen. Ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist, der uns dein Wort aufschließt, immer mehr. Ich danke dir, dass du das für uns persönlich tust, für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du das für uns gemeinsam tust, wo wir gemeinsam unterwegs sind, Herr. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir erkennen, wo du vor uns hergehst, wo du hinter uns stehst und wo du neben uns bist und uns führst und leitest, Herr. Und ich kann nur noch mal so sagen, es ist wirklich so, dass du unser Fels und unser Turm bist. Du bist derjenige, der uns Schutz und Schild ist, der unser Herr ist und wirklich gut ist und gute Absichten hat. Und ich möchte einfach so in deinem Namen so bekennen, ich würde mich gerne leiten lassen. Ich fände es schön, wenn wir uns als Gemeinde leiten lassen von dir, führen lassen. So rede du zu uns und führe du uns. Amen.